Hallo meine Lieben, willkommen zurück in Wild City. Und wisst ihr was? Ich habe mir heute gedacht, nachdem Tim leider heute nicht mit ist, weil wir wieder so kurzfristig heraufgefahren sind und nur für einen Tag, habe ich mir gedacht, egal, ich mache jetzt ein Mini-Zug-Video mit euch. Ich hoffe, es freut euch und lasse einen der Lieblingszüge von Tim mal fahren, auch damit er sich das vielleicht dann wenigstens anschauen kann, wenn er schon nicht dabei ist. Also ich würde sagen, los geht's. Wir starten mit einem Trip durch Wild City. Mittlerweile ja übrigens, also mit dem weißen Zug auf jeden Fall befahrbar die Strecke. Wo ist er? Da hinten. Ach, Christoph ist auch wieder am Stopp, Baum. stopp, Was stopp, ist stopp, das? stopp. Die Zugstrecke ist hier leider heute nicht befahrbar, meine Liebe. Warum? Wir haben ein kleines Problem hier auf der Strecke. Warum? Wenn du rüberkommst, dann zeige ich dir, was hier los ist. Da bin ich ja gespannt. Das ist ja eine Frechheit. Einmal würde ich ein Zugvideo machen und dann wird hier einfach. Sorry für die schlechte Kameraführung. Seht euch diese wunderbare Stadt an. Kurz den Blick genießen. Ich möchte wissen, was Christoph hier hinten vorhat. Sieht nach Berg aus. Aber Christoph hat schon seit ewigen Zeiten nicht mehr am Berg gebaut, also würde es mich wundern, dass er da was weitermacht. Und so weit in die Höhe ist er auch nicht gegangen. Meine Lieben, Sag uns mal. herzlich willkommen zurück zum Airplane Mountain, wie Ja. er vor über einem Jahr mal getauft wurde. Das Projekt ist jetzt lange Zeit stillgestanden. Komm mal hier rüber und schau dir an, was nicht beim Hauptberg passiert ist, sondern hier Wow. hinten, wo früher mal der Wald gestanden ist. Hat das deine Mutter schon gesehen? Ich habe es ihr noch gar nicht gesagt. Es ist jetzt in mühseliger Kleinstarbeit. Ich glaube, ich bin mittlerweile seit 4 oder 5 Tagen hier an diesem Projekt am Arbeiten. Dieser Wald mit der Quelle und dem Ganzen drumherum verschwunden. Ich habe alles abgebaut. Die Teile liegen übrigens hinten unterm Fenster in Kisten. Rita, film mal drauf. Alleine die weiße Kiste, das sind die ganzen Bäume und Sträucher gewesen, die hier im Wald verbaut waren. Ich habe Die mir, Christophs glaube ich, Mann in mühsamer Kleinarbeit aufgebaut hat. Sorry. und ich habe mir, glaube ich, jeden Fingernagel mindestens 3-mal abgebrochen, obwohl Ja, ich das mit glaube ich. Messer und Teiletrenner hier gearbeitet habe. Ich habe hier alles aufgeräumt und weggebaut, habe jetzt nur mal diesen Bachlauf hier gelassen, weil ich da noch nicht sicher bin, was wir damit machen. Und hier wird jetzt der zweite Teil des Berges gebaut. Wie ihr vielleicht sehen könnt, hat sich hier momentan beim Hauptteil des Airplane Mountains, wie er ja damals genannt wurde, weil wir als Stützen ja diese Helikopterteile und auch diese Flugzeugrümpfe verbaut haben, hier nicht ganz so viel getan, außer dass ich hier angefangen habe, eine Mauer hier zu formen. Die waren auch alle noch nicht hier, diese Burps und Lörps. Übrigens, wir hatten mehrere große Säckchen dieser Teile aus dem Legoland von vergangenen Jahren. Ich glaube, das waren an die 50, 60 Stück. Das sind alle, die jetzt aktuell noch übrig ist. Also wir müssen dringend wieder ins Legoland. Oh. 6 Stück sind noch übrig, und mit denen kann ich aktuell nichts anfangen. Ich habe jetzt hier begonnen, diese Mauer aufzubauen, und ich mache das so ähnlich. Rita, du hast ja auch Zelda Breath of the Wild gespielt. Ja, Da gibt es ja diese natürlich. Zwillingsberge, wo zwischendurch ein Fluss fließt. Ich habe mir Ja. gedacht, dass wir das hier auch machen und dass das ganz cool Oh. aussehen wird. Zuerst habe ich gemeint, dass hier dieser Berg eine Einheit wird. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden und habe mir gedacht, dass wir hier vielleicht diesen Fluss hier durchfließen lassen. Ich habe auch hier schon angefangen, wie gesagt, hier das ein bisschen zu modellieren. Das ist eine Heidenarbeit. Sieht übrigens nur aus, wie wenn das hellgrau dunkelgrau wäre. Es ist nur das Licht. Es hat gerade so rein Richtig. geblendet, dass es so ausgesehen hat. Hauptsächlich dunkelgrau, tan, ein paar hellgraue Steine auch dabei. Braun. Was passiert jetzt dann mit diesem Teil? Also hier wird dieser Berg wird hier jetzt dann noch geschlossen. Ich bin aber gerade auf der anderen Seite damit beschäftigt, den Berg hier mal fix und fertig zu machen mit den Teilen, die wir eben noch haben. Wir haben megamäßig viele Teile in diesen Farben: grün, grau, Gib dir hellgrau, mal die dunkelgrau. Kamera. Allerdings verschlingt das Ganze so dermaßen viele Teile, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja. Das sind diese Lidl-Teile-Container. Da habe ich, glaube ich, 5 oder 6 alleine gestern geleert. Genauso wie Rita ihren Kaffee immer leert.
Aber echt absoluter Wahnsinn. Und was wir hier jetzt vorhaben, ist, wir haben erstens mal die Bahnstrecke hier noch ein wenig verändert. Zuerst war die Kurve hier ziemlich scharf nach links und dann hier eigentlich genau, wo diese Bergkette jetzt verläuft, wieder nach vorne in Richtung Bahnübergang. Jetzt geht die Bahnstrecke ein wenig geradeaus und ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden hier ein Tunnelportal bauen, wo dann die Bahnstrecke in eine, ja, in eine Tunnelstrecke, in eine Einhausung hineinfährt und dann auf der anderen Seite des Berges wieder hinaus. Das haben sich ja viele von euch gewünscht und wir werden diesem Wunsch natürlich gerecht. Und ich habe jetzt in der Mitte mal diese Flugzeugteile als Stütze vorgesehen. Die sehen ein bisschen wild aus, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben das hier auch, wenn ihr da mal reinschaut, da ist so ein genaues Flugzeugheck-Rumpfteil auch verbaut. Das ist mega praktisch. Die haben wir ja damals, glaube ich, um wie viel haben die gekostet? 7 Cent, 8 Cent pro Sowas, ja. Stück auf Bricklink gekauft. 70 Stück, genauso wie hier diese Helikopterteile. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Und dieser Berg hier wird nur etwa halb so hoch werden wie der hier, habe ich mir gedacht. Also der Berg wird ungefähr so hoch, dass man eben hier schön einen Zug reinfahren lassen kann. Ich habe vielleicht vor, noch eine dritte Reihe Burps hier zu platzieren. Dann, ich habe jetzt keinen Zug bei der Hand, aber hier so einen Eiscremewagen. Ich hätte Dann ja einen zu wäre dir das fahren hier. lassen. Nein, das geht wie gesagt nicht, weil hier alles blockiert ist. Aber das wird von der Höhe her auf jeden Fall ganz cool aussehen, dann denke ich mir. Und dann haben wir hier schon überlegt, was wir machen. Ich habe vor, den Berg ein bisschen zwei zu teilen, dass vielleicht die vordere Seite ein bisschen niedriger ist, die hintere Seite ein bisschen heller. Hier wird es nämlich nichts machen, wenn wir hier ein bisschen mehr aufbauen, weil die Achterbahn sowieso relativ hoch ist und die Vorderseite der Achterbahn auch von der anderen Seite hier erst zu begutachten ist. Ein Übrigens, Rita bisschen ist dort hinten heller oder ein am bisschen Bauen. höher? Du hast gerade gesagt, dass sie ein bisschen heller Oh, ein wird. bisschen höher. Rita, ich bin heute wieder aufgrund deiner Optik ein bisschen aus dem Häuschen. Und außerdem habe ich keinen Kaffee getrunken bis jetzt. Ein Fehler, ein Fehler. Das muss eigentlich noch sein. Wir werden auf jeden Fall den Berg dann hier von ein bisschen heller, nein, ein bisschen höher, nach ein bisschen dunkler, also niedriger, verlaufen lassen. Und werden hier natürlich auch noch die Kurve ein bisschen ausschmücken mit grauen Teilen. Wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auch hier hinten teilweise so Teilecontainer platziert, wo einfache Teile, die haben wir jetzt nach Farbe sortiert, grün, grau, braun und so weiter drinnen sind. Da haben wir einige. Die Tunneleinhausung möchte ich vielleicht gerne in hellgrau machen. Ich denke, dass das vielleicht ganz gut aussehen wird. Und bevor wir jetzt dann dazu kommen, was hier auf diesem Berg platziert wird, was natürlich dann die Preisfrage sein wird, ich habe auch hier diese, nennen wir sie Mountain Lodges, diese ja, Almhäuschen oder was auch immer, ein bisschen anders platziert. Es war dieser Wald, war wunderschön, aber er hat halt auch megamäßig viel Platz weggenommen. Und ich, Ja. liebe Mutter, wenn du das siehst, der Wald kommt ja auch zurück. Also ich habe vor, Ich dass glaube, sie wenn. weint schon so viel, seitdem ich die meiste Kiste gefilmt habe. Es ist zu spät, Christoph. Zu spät im Video. Das ist ja auch, nein, so wie das hier jetzt zum Beispiel aussieht, das ist ja nur der erste Schritt und hier wird ja natürlich dann noch viel mehr begrünt und ich habe hier extra immer Platz gelassen, teilweise auch zwei Stats breit, damit wir hier wieder die Bäume und Sträucher und alles Mögliche platzieren können, weil dieser Berg von der Vorderseite, wo Rita zuerst gefilmt hat, von hier sieht das natürlich jetzt sehr brutal aus, fast wie eine, ja, Felswand, eine Karge, da wird aber alles noch begrünt und dieser Wald kommt dann wieder darauf zurück. Ich habe mir gedacht, dass wir hier, ich habe mich irgendwie in dieses alte 90er-Set verliebt, in diesen Bachlauf mit Fischer und hier diesem kleinen Ganovenversteck. Das bleibt so, glaube ich. Genauso diese Quelle, die mal meine Schwester gebaut hat. Dieses Teil passt zwar jetzt nicht unbedingt rein in die Stadt, aber ich habe mir gedacht, das muss so bleiben. Das ist irgendwie der 90er-Stil, den wir hier hinten in der Stadt auch vermehrt haben. Ihr seht, hier sind Tankstelle und Parkgarage, hier sind viele Sets aus den 90ern. Auch die Fahrrad-Telekom-Gruppe ist hier und wir bauen einfach, weil dieser Berg hier hinten offen ist, die Berg- und Felswand hier so rein, dass das so aussieht, als wenn das Haus direkt in den Felsen reingebaut wird oder wurde. Und dasselbe machen wir auch hier mit so einem kleineren Berg noch. Und auf den Berg soll jetzt kommen,
Rita hat gestern schon mit mir ein, nennen wir es, Streitgespräch gehabt. Sie kann da sehr energisch sein, aber sie vertritt ihren Standpunkt. Wir haben ja auch hier noch keine klare Linie, was überhaupt hier hinkommt. Vorher war ja hier dieses Schloss Löwenstein, welches Sie vielleicht gesehen haben, Ja, die Rita noch hier dazu, hinten. wenn es jetzt, glaube ich, schon wie lange her ist, über ein Jahr, Ja, dass Sie überhaupt das gebaut sehr lang. haben. Ja, Auf das jeden Fall ist, vom Gefühl, keine Ahnung, ich weiß es nicht ist mehr halt genau. das hier ein Projekt, welches sehr viele Teile in Anspruch nimmt, sehr schmerzhaft für die Finger ist Oh und ja. auch sehr schmerzhaft für den Geist und die mentale Gesundheit, weil da halt immer wieder was zusammenbricht. Es ist noch dazu eine Stelle hier in Wild City, wo man ein bisschen beengt arbeiten muss hier, weil die Bahnstrecke vorbeigeht, weil man teilweise nicht gut dazukommt. Ich habe auch heute ziemlich Kreuzweh, muss ich euch ganz ehrlich sagen, Okay. weil das richtig, ich brauche eine Massage, glaube ich, heute Abend. Ich habe leider keine Zeit. Auf jeden Fall ist das eine Arbeit, die da muss man sich schon drauf freuen und das muss schon passen, wenn man das macht. Es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wie gesagt, ich habe hier diese Bereiche teilweise noch freigelassen, weil hier diese abgerundeten Verbs, ich weiß nicht, wie die heißen, Verbs oder was auch immer, reinkommen. Und wir haben vor, hier auf den höheren Berg jetzt nicht mehr das Schloss Löwenstein zu stellen, sondern dieses Sternenobservatorium aus der Bricklink Designer Program Ja, es gibt Serie. viele Kandidaten. Wir haben an das Observatorium gedacht. Ich hätte gern mein Schneewittchen-Set wo platziert, weil das ja relativ groß ist und ich glaube eben nicht dorthin passt, wo ich ja eigentlich dachte, dass es vielleicht hinkommt. Es Ich glaube, müsste das ist Hogwarts weg, also nicht Hogwarts, sondern wie heißt es, einfach Quidditch. mal komplett Wir haben Hogwarts-Set. gedacht, dass wir das Set vielleicht hier neben das Disney-Schloss stellen. Schwierig. Da müsste aber Quidditch weg und das wäre, finde Oh. ich, auch schade. Ja, und die. Wollte schon sagen, die heulende Hütte, nein. Die Finnhütte soll auch Die hier drauf. Finnhütte. Also wir haben vor, dass wir das vielleicht so machen, dass die Finnhütte vielleicht hier auf den niedrigeren Teil des Bergs kommt. Und dann wird das ein bisschen versteckt und mit Wald und so weiter. Und dann hinten in dem dichteren Wald wird dann Schneewittchen und die sieben Zwerge oder werden sie ihr Zuhause finden. Was ja wieder So. cool passen würde, weil ja, da, wenn dann unten der Berg ist und sie gehen ja dann immer in die Mine. Genau, das Das wird wäre eigentlich passen. ja ideal. Ihr werdet jetzt sicher in die Kommentare schreiben, man hätte hier natürlich auch eine Mine unten reinbauen können. Oh. Das ist wahr, vielleicht lassen wir uns da sogar noch was einfallen. Wie gesagt, die Flugzeuge sind jetzt nur mal pro forma hier, die sind noch nicht ganz fix. Die kann man sich dann Es könnte natürlich auch sein, dass, denken. hoppala, dass hier die Mine ist, weil hier haben wir ja auch vorbereitet, so eine Berghöhle, wo aber noch gar nichts drinnen ist. Kann auch sein, dass das hier oder so ähnlich, dass wir das machen mit dieser Schneewittchen-Geschichte. Ja, das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Ich kann jetzt aktuell nicht weiterbauen, weil wir keine Burps und Lörps mehr zur Verfügung haben. Es wird hier auf jeden Fall noch gemauert und ich bin jetzt gerade dabei, hier ein wenig zu verschönern und werde mal überlegen, wie dieser Fluss hier durchfließt und vor allen Dingen, wo der dann hinfließt. Ich habe zuerst geglaubt, dass er hier dann neben der Brücke und dem Berg mehr oder weniger hier runterfallen wird, mit einem Wasserfall oder so. Wir werden uns das dann noch ansehen. Er wird auch hier ziemlich schmal, das finde ich echt, ehrlich gesagt gar nicht so cool. Aber wir bauen jetzt mal, oder ich besser Aber gesagt, ich baue jetzt mal. die Natur macht doch das, was sie will. Das ist wahr, Jessica, du genauso wie du. kannst nicht alles bestimmen. Manchmal sind Flüsse dünner und manchmal dicker, Film nochmal von der anderen Seite, meine breiter und Liebe. schmäler. Übrigens habe ich mir gedacht, wenn du zuerst gerade gesagt hast, mit heller, dunkler, ist es nicht bei den Geografen so, dass wenn ein Berg, umso höher das er ist, desto heller ist er dann? Also das habe ich noch nie gehört, aber vielleicht. Na, auf einer Karte. Ach so. Oder desto dunkler ist er dann, glaube Ist er ich, dann? ehrlich gesagt. Oh, okay, dann hast du es genau falsch gesagt. Außer es ist eine andere Karte, keine Ahnung. So sieht das auf jeden Fall jetzt von hier aus. Was sagst du überhaupt, Rita? Du hast noch gar keine Meinung gesagt, nur blöde Kommentare abgelassen heute. Ich sage nur, es ist wunderbar, wunderbar. Na, also ich halte mich ja bei Bergen immer eher zurück. Bin ja nicht so die Berggeherin und auch nicht die Bergbauerin, aber Bergbäuerin. Auch nicht. Aber ich freue mich dann schon aufs Platzieren der Sets und der Figuren.
Wie lange wird das noch dauern? Wahrscheinlich mehrere Jahre. Wahrscheinlich sehen wir uns in 3, 4, 5 Jahren Wenn wir wieder. jetzt demnächst wieder mehr Teile kaufen, die hier zu verbauen sind, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier bald wieder weiterbauen. Das Ich glaube auch. ist ein Projekt, was mir jetzt aktuell sehr viel Freude bereitet, eigentlich. Sehr gut. Falls ihr noch Ideen habt, falls wir irgendwas vergessen haben, das wir bitte vorher noch einbauen sollten, bevor wir dann alles wieder umbauen müssen und abreißen, so wie manche Wälder, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei dem Bergbauprojekt. Und hoffentlich geht es diesmal schneller, dass der nächste Teil kommt. Das hoffe ich auch. Ja. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.